Bundesgartenschau 2023 in Mannheim ist eröffnet. Auf 104 Hektar Fläche dreht sich alles um das Thema nachhaltige Zukunft. Blumen, Pflanzen und Bäume im Mittelpunkt. Der perfekte Ort, um den diesjährigen Landschaftsgärtner-Cup auszutragen. Die besten Azubis aus Baden-Württembergs zahlreichen Garten- und Landschaftsbaubetrieben bilden 6 Teams, die gegeneinander antreten. Der Preis? Der Einzug in den bundesweiten Wettbewerb. 7 Stunden Zeit haben die Teams, um auf einer Fläche von 3 auf 3 Metern ein vorgegebenes Gartenstück entstehen zu lassen. Alles unter dem wachsamen Blick der Jury. Wir müssen achten auf die Sauberkeit, dann auf das Fugenbild, wie die Steine bearbeitet werden, wie die Pflasterflächen sind, ob da das Fugenbild stimmt, die Steingrößen stimmen, ob die technischen Voraussetzungen eingehalten werden. Also wir müssen eigentlich immer wieder schauen, wie gehen sie auch an die Sachen ran, vom Arbeitsschutz her, ist, ob da alles in Ordnung ist. Zu Beginn sieht die Herangehensweise bei allen Teams etwa gleich aus. Nachdem das Schnurgerüst gespannt ist, werden Untergrund und Steine vorbereitet. Danach geht es unterschiedlich weiter. Die einen setzen zuerst das Pflaster, andere zuerst die Stelen oder den Sandstein. Wie der Plan umgesetzt wird, ist nicht vorgegeben, nur das Ergebnis muss stimmen. Und das ist schwieriger, als es aussieht. Gerade das vom Zweidimensionale ins Dreidimensionale, die Höhenunterschiede sind heute sehr, oder sagen wir mal, schwieriger als sonst. Und die Kombination zwischen Holz und Stein ist auch nochmal eine Herausforderung. Gegen Mittag nehmen die Minigärten immer weiter Gestalt an. Es wird gemessen, gehauen und ausprobiert. Gerade beim Pflastern kommt es darauf an, den richtigen Stein für die richtige Lücke zu finden. Und das kostet Zeit. Bei uns läuft es im Moment sehr gut. Die Lilly ist schon sehr weit mit der Mauer. Ich habe die tiefer gelegte Einfassung. Mit den Stelen habe ich schon fertig. Und bin jetzt außen an der äußeren Pflasterfläche, die wird in einem wilden Verband verlegt. Und anschließend geht es weiter mit der Fläche unten. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass man sich zu zweit halt abspricht, wer was macht und dann in der Praxis das dann auch umsetzt. Und wir haben jetzt festgestellt, dass das mit dem wilden Verband ein bisschen länger dauert. Und der Kollege ist gerade noch mit der Mauer beschäftigt. Ja, gerade bei dem Pflaster ist halt so ein bisschen das, was Zeit nachhaut. Und die Mauer muss man halt sauber nachschlagen, aber sonst alles ganz gut. Auf dem Plan sieht das Ganze sehr einfach aus und wir haben am Anfang auch gedacht, ja, das wird richtig gut werden. Und jetzt, wenn man dann den ganzen Druck hat und die Leute hier auch noch vorbeilaufen und mit einem reden, dann ist es schon anstrengend. Dann merkt man schon, dass es gar nicht so einfach ist, wie es aussieht. Dann wird es plötzlich hektisch rund um den Gärtner-Cup. Hoher Besuch ist im Anmarsch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht einen kurzen Stopp bei den Handwerkern und lässt sich die Aufgabe und die Herangehensweise erklären. Für den Verband ein besonderer Moment und auch genau das richtige Signal. Sämtliche Branchen kämpfen um den Nachwuchs, wir natürlich auch. Wir betreiben hier auch einen enormen Aufwand mit unserer Ausbildungskampagne und versuchen natürlich über solche Highlights auch auf uns aufmerksam zu machen und die jungen Menschen für unseren Beruf zu begeistern. Kurz vor Ende wird es dann noch einmal hektisch. Die letzten Griffe werden erledigt, die Pflanzen werden noch schnell gesetzt und gegossen. Alles muss fertig werden, wenn man die Chance auf den ersten Platz haben möchte. Inzwischen ist der Cup ein Publikumsmagnet geworden. Nach dem Abpfiff geht die Jury durch die einzelnen Projekte und misst noch einmal ganz genau nach. Liegt alles im Wasser? Stimmen die Maße? Danach steht der Sieger fest. Team Orange um Jakob Wolf und Lilly Manske nehmen den Sieg mit nach Hause. Das Team hat die meiste Punktzahl erreicht, weil sie am saubersten gearbeitet haben und in einigen Bereichen vorne gelegen haben, wie zum Beispiel im Bereich der Mauer und auch bei den Belägen. Ich bin echt happy. Das hat alles wunderschön geklappt. Ich bin froh, dass sich keiner verletzt hat, dass wir fertig geworden sind. Und wir sind beide sehr mit unserem Ergebnis zufrieden. Für die Sieger geht es nun zum bundesweiten Wettbewerb, um dort ihr Können unter Beweis zu stellen. Und mit ein wenig Glück dann weiter nach Lyon, um Deutschland international zu vertreten. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.